Hallo bei der Wanderimkerei Kolber. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie es aussieht, wenn die Zuchtröge wirklich in Hochkonjunktur sind. Und also in solchen Trögen macht man natürlich wunderbare Zellen. Da könnt ihr euch alle vorstellen, dass man die jetzt nicht lange überreden muss, dass die in eine Umweiselungssituation reingehen. Ich werde jetzt die Mitte richtig schön sperren und dann in einer Stunde dort schön reinlaufen, und ich sage mal, bei dieser Stärke kann man da auch ruhig 60 Zellen geben, und die werden dann auch wirklich richtig schön angenommen. Ja, ist ein langer Tag, war auch schon warm heute. Und ja, das wollte ich einfach nur mal zeigen. Die Grundlage für die guten Königinnen. Und wie gesagt, alleine an dieser Stelle, wenn man da mit Bienenmasse spart und da nicht richtig Druck aufbaut, dann werden die Zellen einfach nicht richtig schön angezogen. Und dann werden es natürlich auch keine großen, kräftigen Weiseln. Und ja, das ist immer schon meine Philosophie. Richtig viel Druck, richtig viel Bienenmasse reinzubringen, richtig viel Pflegepotenzial. Und das ist eben das Schöne an diesem Druck. Ich habe in der Mitte immer schlüpfende Jungbienen rechts und links. Dann zur Weiterpflege die Weisheitsträchtigkeit, dass die in eine richtige Schwarmstimmung reinkommen. Und dann macht eben so ein Zuchtdruck auch richtig große, dicke Zellen und dann eben auch richtig starke Königinnen. Und das ist das, was sich einfach auszeichnet. Ja, dann auf der Belegstelle noch das super Klima, die guten Linien, die wir da immer stehen haben. Auch da ein Dank nochmal an Eugen, dass er uns da immer so versorgt mit Material. Und ja, dann kann man richtig schöne Königin ziehen, und das merkt man dann auch in den Wirtschaftsvölkern. Okay, bis dahin. Tschüss.